Ja, Sie können sich natürlich vorstellen, dass es heute nicht so einfach ist, die richtigen Worte zu finden. Nach so einer klaren Niederlage. Wir wussten schon, dass das natürlich ein schwerer Gang wird, hier nach Münster zu fahren. Gerade nach dem Heimsieg gegen Würzburg, wo Sie wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Wir konnten von Anfang an nicht an die Leistungen der letzten beiden Spiele anknüpfen. Kamen nicht in die Zweikämpfe. Haben dann auch zu den ersten beiden Toren natürlich unseren Teil dazu beigetragen, wo wir dann recht früh da zurücklagen, sind dann nicht ins Spiel gekommen und waren am heutigen Tag einfach nicht in der Form, in der man sein muss, um so einen Gegner vielleicht zu bespielen bzw. zu bearbeiten, geschweige denn vielleicht sogar was mitzunehmen. Also, wir waren in allen Bereichen heute unterlegen und müssen diese Niederlage, die wehtut heute, natürlich erstmal verdauen, ausarbeiten und dann natürlich mit dem Tag länger, den wir jetzt haben, was die Regeneration angeht, für Sonntag dann gegen Zwickau eine ganz andere Leistung zeigen. Gleich natürlich auch, wir mussten Ausfälle oder hatten Ausfälle zu verzeichnen vor dem Spiel, Jens Möckel ausgefallen, unser Kapitän, der gerade für die Abwehr enorm wichtig ist, dann während dem Spiel mit Flo Neuhold dann weitere Spieler ausgefallen und das ist natürlich in unserer Situation jetzt gerade mit dem jetzigen Kader sehr schwere Ausfälle, die uns wehtun und die wir da nicht auffangen konnten. Trotzdem standen dann elf Spieler auf dem Platz, die es nicht geschafft haben, dann den Ball vom Tor wegzuhalten, aber es war einfach so, dass Münster es heute richtig gut gemacht hat und deswegen muss man jetzt die Niederlage akzeptieren. Glückwunsch an Matti für das tolle Spiel und alles Gute für die nächste Spiele. Danke sehr, Stefan Wimmerling. Marco Erklärt, bitte. Ich glaube, es wird niemanden überraschen, wenn ich jetzt sage, dass ich sehr, sehr glücklich bin über das Spiel, was Sie abgeliefert haben, über die drei Punkte, die wir wieder eingesammelt haben. So ein bisschen Abstand auch letztes Mal zu der unteren Region geschafft. Aber die Leistung, die war heute einfach wirklich beeindruckend. Spieler mit sehr, sehr viel Leidenschaft in die Zweikämpfe gegangen. Eine hohe Laufbereitschaft, einfach wirklich Bock gehabt, hier richtig, richtig guten Fußball zu spielen. Und ja, haben sich einfach belohnt für den ganzen Aufwand, den sie jetzt die ganze Zeit gemacht haben, für die intensive Arbeit, die wir mit den Spielern machen. Und man sollte auch nie berücksichtigen, oder man sollte nicht vergessen, dass der Gegner wirklich hier arge Probleme dann hatte mit dem Tag weniger Regeneration, mit den zwei Anreisen, die sie haben. Das sind immer so Dinge, die werden immer vergessen. Das muss man einfach berücksichtigen und dann auch die Ausfälle, die dann dazukommen. Das ist halt schwierig, dann in so einem Spiel wirklich dann aufzufangen, wenn man auch früh hinten liegt. Von daher muss man das auch alles wieder vernünftig einordnen. Das werden wir auch machen. Wir werden jetzt nicht in Euphorie ausbrechen, aber es sind noch reichlich Spiele, die wir zu bewältigen haben. Auch jetzt am Samstag sofort wieder die Partie in Bremen, die wichtig ist für uns. Aber die gezeigten Leistungen, die sind einfach gut und darauf können wir aufbauen. Danke sehr, Marco Antwerpen. Haben Sie zu später Stunde noch Fragen an die drei?